Ich bin Özcan. Ja, genau, der Özcan. Das war echt super, gell? Das hat mich schon gerade selber gefallen. Ich habe mir selber vorgestellt, wie es aussieht, wenn ich dann sage, was. Zeig uns doch mal, wie du es aussiehst. Das ist auch. Nee, lieber nicht so nah, Mann. Ich habe voll Dinger, weißt du? Herbs. Okay, Herbs. Das schneiden wir jetzt raus, oder? Nee, ist cool. Echt jetzt? Mit Herpes? Dass wir das darüber reden, dass du Herpes hast? Ja, ist doch nicht schlimm. Das hat doch jeder mal. Kann man doch sagen, oder? Ich glaube, die Leute hocken dann zu Hause, die so, oh mein Gott, schalt weg, der hat Herpes, Mann. Das müssen ja hier von alle kündigen in Deutschland. Ich wusste jetzt nicht, dass wir gleich mit einer Krankheitsgeschichte einsteigen. Ja, ich dachte, über das Karriere. Ja. Wir können doch gerne über... Das ist einfach das Resultat, Alter. Das hast du dann, das wenn ist du... So, gell? Ja. Ich habe dich noch gar nicht vorgestellt. Ja, hi. Hi. Das ist Herpes Simplex. Also, Özcan Kosa heute bei uns zu Gast. Comedian. Und ich freue mich sehr, dass du Zeit hast. Cool, dass ihr die Zeit genommen habt. Und bevor du noch mehr über deine Hautprobleme erzählst, möchte ich kurz mal erzählen, dass wir uns kennen. Weil ich habe mal beim Radio gearbeitet, 2008 hast du bei mir in der Sendung angerufen. Genau. Und hast mich so auf den Arm genommen. Ja, es ging um Prostitution. Ob das in Ordnung ist, dass Prostitution angeboten wird. Und da habe ich angerufen und habe gesagt, ich bin LKW-Fahrer und ich finde das gut. Ich gehe 2 bis 3 Mal die Woche, habe ich gesagt. Ich habe ja so einen schwäbischen LKW-Fahrer. Ich bin der Jürgen, ich gehe 2 bis 3 Mal die Woche im Puff. Und dann war das ja voll ein Eklat im Radio. Und danach ist er bei uns in den Sender gekommen und hat gesagt, hallo, ich bin eigentlich Özcan, ich habe euch gerade angerufen und verarscht. Genau. Und du hast dich geschämt. Und du hast mir am Anfang nicht geglaubt. Ja, genau. Ich hatte schlechtes Gewissen, ja. Das stimmt. Das stimmt, du hattest schlechtes Gewissen. Das ich habe geheult erstmal so, was habe ich getan? Das war 2008, jetzt haben wir fast 10 Jahre später. Damals kannte dich noch kein Mensch, du hattest mit Comedy noch nicht wirklich was im Hut und dann ging deine Karriere so. Ja, du, das ist so, habe ich aber auch nicht, es ist, ja, also wir haben ja auch, ich habe es auch nicht erwartet, also dass es so cool anläuft. Wie ist das heute für dich? Also weißt du so, wir haben uns 10 Jahre jetzt nicht gesehen, jetzt treffen wir uns hier, du bist immer noch genauso locker und genauso lustig, du grüßt hier, wir sitzen gerade im Theaterhaus, danke. Alle Leute, du bist total auf dem Boden geblieben. Vielen Dank. Aber wie macht man das, wenn man so... Hol mal mein Wasser jetzt. Wie macht man das, wenn man so erfolgreich ist? Nee, Quatsch, du, ich bin, für mich, ich realisiere das gar nicht. Also für mich ist so, ich liebe das, ist auch wie bei den anderen Kollegen auch. Für uns ist das so, wir wertschätzen das voll, dass wir das machen dürfen, was wir lieben. Aber letztendlich ist es für uns auch, ja, keine Ahnung, es ist wie wenn du zum... Tischtennisspieler gehst und sagst so, ja, wie ist denn das? Und er sagt, du, ich spiele schon immer Tischtennis. Also jetzt werden vielleicht mehr Leute darauf aufmerksam, aber ich mache das. Und wenn es jetzt runtergeht und keine Zuschauer mehr kommen, dann tritt man ja trotzdem noch auf. Also weil man das macht, weil man das liebt, nicht weil man damit berühmt werden will oder Geld verdienen will. Jetzt haben wir gar nicht mehr über deine Krankheiten gesprochen. Wollen wir das gleich noch tun? Ja. Ja, das ist sehr schön. Herpes Simplex, was brauchst du? Das musst du uns sagen, wir sehen ja nur den Herpes. Nein, Spaß beiseite. Ich habe in meiner Sendung ja auch immer noch andere Künstler. Gehst du ab und zu mal ins Musical? Im Musical war ich oft, ja. Ja? Warst du schon im Bodyguard? Nee. Also das ist neue? Ja. Ah, stimmt. MSI-Zentrum. MSI, ich habe ja dort gearbeitet. Ah, als? Im Fitnessstudio. Ach komm. Ja, die Leute, die von Tarzan und so, die waren ja alle bei mir trainieren. Echt jetzt? Ja, ja. Und wie sind die so gewesen? Die sind wie in dem Stück. Jetzt, ich wollte auf jeden Fall zu Bodyguard überleiten. Ja, Bodyguard ist bestimmt gut. Ich war auch Tanze Vampire. Heißt das, gell? Ja. Nee. Doch, heißt Tanze Vampire. Wäre es für dich trotzdem in Ordnung, wenn wir jetzt mal kurz zu Bodyguard reingucken? Ja, Body. Schaut es euch an. Vor der Show laufe ich immer über die Bühne und dann bete ich für gute Laune, gute Energie, Zusammenhalt mit der ganzen Cast und alle Techniker, die da mitarbeiten. Und hier vorne fange ich die Show an und ja, dann bin ich eigentlich bereit. Don't make no difference if I'm wrong or right. Well, I ain't nobody's angel.
Bodyguard anschauen würde, dann würde ich diesen Platz wählen. Das ist die 7. Reihe, ganz ins Mitten. Und dann hat man ein ganzes Übersicht über alles, was da passiert. Und da passiert sehr viel bei Bodyguard. Aber man kann trotzdem noch die Expressionen von den Darstellern sehen. Und das ist mir auch sehr wichtig. So, das hier würde meine Lieblingsplatz sein. Ich bin jetzt schon 3 Jahre Fulltime-Musical-Darstellerin. Ich liebe es. Ich liebe es zu singen, ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Ich liebe es, eine ganz andere Rolle zu spielen, dann wie ich selbst bin. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe vor, dass ich Musical-Darstellerin war, hatte ich auch einen ganz normalen Job. Und ich bin einfach eine Person, die ich liebe, was ich mache. Anders mache ich es nicht. So, ich finde immer etwas, was mir dann motiviert oder warum ich es trotzdem schön finde. Oder ich bin nicht schnell gelangweilt von meinem Job. Ich war Bodenpersonal am Flughafen. Ach komm. Ja, 13 Jahre habe ich das gemacht. Jetzt ist die Perücke auf und dass ich dann nachher mein Kostüm anhabe für die erste Szene. Dann fängt schon ein bisschen das Rachel-Gefühl an und dann, wie sagt man das? Dann fokussiert man sich eigentlich auf, wer Rachel ist und wie man die Show spielen geht. Okay Leute, jetzt geht's los. Ich gehe jetzt auf die Bühne. Komm vorbei, ich freue mich auf euch. Ich habe den Film ja oft angeguckt. Ja? Bodyguard. Bodyguard. Da habe ich geweint, bei König der Löwen habe ich geweint. Wieso gehst du so offen mit allem um? Du erzählst, dass du Herpes hast, du erzählst, dass du weinst. Andere würden sowas niemals, unter keinen Umständen, und ich habe schon viele Leute interviewt, erzählen. Ich kann das nicht dann so, hi, hey, alles cool, können wir kurz Foto, okay, tschüss. Weißt du, ich bin nicht so. Also ist dein Erfolgsgeheimnis vielleicht auch, dass du so authentisch bist? Nee, ich glaube, das ist nicht Erfolgsgeheimnis. Ich glaube einfach, das ist so bin ich. Also ich mache das nicht, weil ich so sein will, sondern ich kann nicht anders sein. Wollen wir noch mal über dein Programm sprechen? Ja, gerne. Das wäre schon ganz cool, oder? Ja, cool. Oldschool, die Zukunft kann warten. Mhm. Um was geht's denn? Die Hauptgeschichte ist eigentlich, die mich auch beschäftigt in meinem Leben, ist, dass wir die Gegenwart nicht genießen. Mhm. Weißt du, dass Menschen, wir leben nur in der Zukunft so. Mhm. Wann kommt das neue iPhone? Wann ist das? Werde ich das erreichen? Werde ich erfolgreich? Wo siehst du dich in 5 Jahren? Wo siehst du dich in 10 Jahren? Und ich nehme das auch am Beispiel zum Beispiel, dass die Leute manchmal in der Show hocken und die Show aufnehmen. Und du kommst in eine Live-Show und bist die ganze Zeit hier mit deinem Handy. Manche so, einer hatte mal ein iPad, der hat wirklich so. Saß der, Wahnsinn. Ey, da habe ich mir gedacht, Wahnsinn. So Alter, entweder wollen die jetzt ihre neuen Geräte vorstellen, weißt du? Und ja, aber das ist, ich denke mir immer so, genieß doch den Moment. Hey, wir können noch 20 Jahre weiter quatschen. Ja, Mann, aber ich weiß, ich bin so. Nee, meine Sendung ist halt nur zeitlich begrenzt. Ich habe nur. So. Ja, an Minuten. Die Chefs übrigens, gell? Also so langsam wird so ein 2-Stunden-Format fällig.
Und ich kenne ein paar Leute, die können gerne mal bei euch vorbeikommen, und wenn ihr nicht wollt. Und könntest du noch irgendwas mit Gehaltserhöhung sagen? Ja, und Gehaltserhöhung. Ich beende meine Sendung immer mit Veranstaltungstipps. Ladies first. Am Samstag ist ja... Ihre Zeit ist vorbei, ich bin dran. Spaß. Okay, warte, jetzt nochmal. Jetzt sag nochmal, Claudia. Jetzt will ich nicht mehr. Okay, nein, war nur Spaß. War nur Dinge. Am 16., den Samstag. Ah, okay. Sind die Orsons. Kennen die noch von früher alle. Die sind aus dem Jugendhaus Mitte. Witzig. Weißt du, sind die richtige Stuttgarter Jungs, die jahrelang Gas gegeben haben. Und ich gönne denen das von ganzem Herzen. Und die sind am Samstag im Wietzmann um 20 ja, Uhr. Die sind geil. Auf jeden Fall vorbeigehen. Du bist dran. Am 17.01. Urban Priol spielt im Theaterhaus. Das ist ein Zusatztermin, weil da der erste Termin sofort ausverkauft war. Und der ist richtig Bombe. Aber Urban Priol kennt man. Also geht vorbei. Okay, cool. Özcan, das war's. Es war ein Fest. Claudi, ich danke dir, Mann. Hey. Ich danke dir. Wenn wir uns dann in 10 Jahren wiedersehen, freue ich mich. Dann. Hey, überleg mal, gell, was ist in 10 Jahren? Aber guck, genau das meine ich. Wissen wir nicht, interessiert uns auch nicht, weil wir einfach jetzt Tschüss sagen. Genau, jetzt. Ist Tschüss und aus die Maus und. Tschüss. Ciao.